Fällt ja auch überhaupt nicht auf, wer die gegessen hat. Habt ihr das Fiepen gehört? Ich weiß nicht, was es war. Gut. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt alle 14 Talismane hast, kann dein Handbuch das Türschloss knacken und du kannst gegen Schluck kämpfen. Bist du bereit? Her mit ihm! Du musst durch das Loch im Boden springen, um zu Ripto und Schluck zu gelangen. Ich kann dir etwas helfen. Ich habe ein paar Flugsaurier aus der Skelos-Einöde gezähmt. Sie lassen Gegenstände fallen, die du im Kampf gegen Schluck brauchen kannst. Brauchen kannst. Ich hab die zu benutzen. Ja, ich hoffe mal, dass ich das direkt hinkriege, aber ich glaube nicht mit dem Könnerpunkt. Wir werden sehen. Schluck, endlich gehört Avala uns. Du hast eine besondere Belohnung verdient. Was ist los, Schluck? Oh, die Elfe. Da bitte. Hurra! Du hast meinen Umhang angekokelt. Du fängst echt an, mir auf die Nerven zu gehen, du Drache. Wer ab, Schluck? Mittagessen, Schluck, Mittagessen. Schluck, mach ihn fertig, dann darfst du so viele Elfen essen, wie du willst. Ah, das wird ein Vergnügen. Okay, die Sequenz muss ich dann noch mal reinschneiden, weil ja, das war nicht so ganz richtig, was da passiert ist. Wow. Ja, gut, das war's dann mit der Trophäe, mit dem Dings. Oh, ich. Dem Könner. Was ist denn hier los mit der Steuerung? Nice. Wir sehen halt Stück auch eine ganz schön große. Ein Hühnchen. Dankeschön. Ach so. Oh, die müssen wir auch noch anfackeln. Bitte schön. Oh, was ist denn hier mit der Steuerung los, Junge? Er läuft einfach geradeaus, obwohl ich lenke. Macht einfach nichts. Jetzt lenkt er wieder. Ach Gott. Muss ich jetzt eigentlich neu starten oder ist das jetzt möglich? Ach, ich muss nach oben drücken. Das ist ja blöd. Nicht intuitiv. Komm her. Mit der Steuerung echt nicht hin. Sparks ist blau. Oh, können die mal schneller ihre Scheißeier hier hinbringen? Ah, das wird noch ein Fest. Ich sehe schon kommen.
was denn bitte? Die hätte ich gerne noch gehabt. Ist ein bisschen blöd, dass ihr die immer zerstört, wenn der hochspringt. Sparks aus? Ich glaube, Sparks ist grün, ne? Ja. Und das ist ein Hühnchen. Ja, sehr gut. Das mache ich jetzt immer. Aber wir haben es geschafft, das ist gut. Okay. Zwar nicht so, wie ich es wollte, aber wir haben es immerhin geschafft. Spyro, du hast es geschafft! Wow! Elora, wo kommst du denn her? Ich war gerade vor der Burg im Herbstfeld. Die Burg ist wieder frei. Kein Zeichen mehr von Ripto. Und seit du da bist, vertragen sich die Wesen von Avala endlich. Da du so viel für Avala getan hast und du ja so gern Urlaub machen würdest, wollten wir dir etwas Gutes tun. Das ist nicht viel, aber hoffentlich gefällt es dir. Wow, das ist toll. Kommst du nicht mit? Nein. Ich würde gern, aber ich muss nach dem Professor in der Wintertundra sehen. Er versucht immer noch, das Supertor zu reparieren, damit wir dich nach Hause schicken können. Oh, das klingt interessant. Ich glaube, ich werde mich hier etwas ausruhen und sonnen. Hey, wo ist Elora hin? Ich folge ihr lieber. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, um vom Supertor zu den Drachenwelten zu gelangen. Dieser Superkristall sollte uns den Kick geben, den wir brauchen. Nur noch ein paar Berechnungen, um es einzustellen. Ich hab's! Hervorragend! Endlich ist alles bereit. Wir werden noch viel mehr Kugeln brauchen, aber mit dem Superkristall als Antrieb sollte das Supertor wieder funktionieren. Also, dass ihr mich loswerdet. Nun, da habt ihr euch getäuscht. Ich habe diesen fetten Bären-Geldsack überzeugt, mir ein paar Bomben zu verkaufen. Schnell, der Superkristall! Denk nicht mal dran, Bücherwurm, oder du wirst der klügste Haufen Asche der Welt. Genau das brauche ich für ein neues Zepter. Jäger, tu doch was! Schnell! Hey, gib das zurück! Ich hab's doch versucht! Ihr kleinen Narren! Nachdem ich euch mit meinem neuen Zepter fertig gemacht habe, werde ich diesen Ort in Riptonia umbenennen! Ja, okay, ich muss die Sequenz wieder reinschneiden. Also beziehungsweise Audiospur. Weil die war wieder ein bisschen kaputt. Jo. Spyro, Ripto lebt immer noch und hat uns aus der Burg ausgesperrt. Das Schlimmste ist aber, dass er unseren neuen Superkristall für das Supertor gestohlen hat.
Wenn du genug Kugeln hast, kannst du Ripto den Superkristall wieder abnehmen und wir können dich zum Drachenufer schicken. Ja. Da möchte ich auch gerne hin. Ihr müsstet mich... Oh, ich habe keinen Sparks mehr. Na gut. Dann hole ich mir erstmal einen Sparks wieder, weil ohne Sparks-Kristalle einsammeln ist doof. Also Edelsteine einsammeln ist doof. Reden wir erstmal mit dir. Nun, Spyro, es läuft darauf hinaus, dass ich dir nur noch eines beibringen kann. Und wie alle guten Dinge ist das nicht billig. Ew. Der Kopfstoß ist wirklich sehr einfach. Du musst nur springen und dann die Dreiecktaste drücken. Du wirst feststellen, dass dir der Kopfstoß bei vielen Aufgaben helfen wird, die du vorher nicht lösen konntest. Vergiss nicht, erst springen, dann Dreieck. Viel Glück. Ja. Gut. Gerade mal demonstrieren. Ja, das ist der Kopfschuss. Und wir verpieseln uns wieder nach Herbstfeld und machen da die letzten paar, also die letzten zwei, Level fertig. Oh nö, ich habe eigentlich gehofft, dass wir den Bruchhügel als letztes machen können. Also als zweites. Na gut, dann müssen wir den halt zuerst machen. Ich habe da echt... Ja, ich mag das nicht so. Na gut. Bruchhügel, wir kommen. Gut, die mache ich nicht kaputt. Brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht. Ich renne jetzt einfach bis hinten durch. Und beende dann das Level. Das erste Mal nicht über das Levelportal, sondern über das, über das Menü. Ah ja. Nee, ne? Oh, das ist nicht dein Ernst. Steh still. Oh, aber wir haben das noch nicht gehört. Steh still, sagt er. Ich verwandle deine Stiefel in Gold, sagt er. Oh, hi, Spyro. Was für ein Lichtblick. Ich wäre dir zutiefst verbunden, wenn du den Alchemisten finden könntest. Er schuldet mir was. Ja. Jetzt müssen wir den nochmal hier eskortieren, oder wie das heißt. Ich glaub, das heißt jetzt nicht. Ich habe mit diesem Trank... Ja, das haben wir schon mal. Ja, ja. Okay. Kriegen das hin. Wir haben das schon mal hingekriegt, dann kriegen wir das jetzt auch hin. Komm, schlag zu. Das ist mir egal. Steh still, sagt er. Okay. Haben wir es doch direkt beim ersten Versuch geschafft. Das ist gut. Mensch, fühlen sich meine Füße besser an? Ja, das haben wir schon mal gehört. Diese Kugel hast du schon. Ich weiß.